Naruto 1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Part 91. Und jetzt geht's da weiter. Okay, komm, und. Ich kam vom Einkaufen, als mehrere Männer in Gefängniskleidung aus dem Nichts auftauchten, wie ein Rudel Wölfe. Sie stehlen, prügeln, plündern. Zum Glück hat Spider-Man sie erwischt. Sie wissen ja, wie Kriminelle sind. Rivalisierende Gruppen. Er wollte keine Konkurrenz. Konkurrenz? Spider-Man hat nichts gestohlen. Woher wollen Sie das wissen? Nächster Anrufer! So. So. Okay, mal gucken. Oh, so eine Turbo. Ich hasse es, den manchmal nicht ohne Kontrolle zu haben, weil das nervt langsam ein bisschen. Oh ja, komm. Der will mich gerade hier veralbern gerade. Ja komm, leck mich doch gerade, Alter. Das ist doch gerade Beschiss, Alter. Warum muss diese scheiß Taube auch so kacke fliegen, Alter? So, jetzt aber. Warum muss die Taube auch so beschissen fliegen gerade? Oh Gott. Ich glaube, du kriegst die Tür nicht mehr zu, weißt du was, Alter. Ja. Hab sie verloren. Achtung, Einheiten, es gibt Ausschreitungen. Verfügbare Officer zum Garvey Park. Da kann man sich dann jetzt hoffen, warum ich das so ungern, warum ich den Scheiß ungern mache mit diesem, so also wie mit den Tauben ist. So, Governor. So, jetzt gucken wir mal das an, was das jetzt wieder ist. Hier für ein. Wenn es auch wieder so ein Blödsinn ist, dann kannst du schon denken, dass ich es nicht machen werde. Sag mir nicht, dass es wieder dieser gleiche Blödsinn ist, wo ich dann schon mal gemacht habe, wo ich dann ja diese scheiß Dinger da beschießen muss. Weil wenn das dann wieder letzte wieder mit dieser blöden wenig Zeit ist, dann lasse ich es gleich wieder. Weil es dann einfach nur Blödsinn ist. Diese Station könnte sicher sein, denn hier testet Oscorp militärische Ausrüstung, Tarnvorrichtungen. Aber ich will keine Tests mit bewaffneten Drohnen. Jemand könnte verletzt werden. Nicht, wenn ich sie teste. Mal sehen, ob ich die Tarnvorrichtung mit meinem Anzug vernetzen kann. Geschafft! Ah, das Energiefeld stört meine Netzgeräte. Keine sichere Methode. Oh oh, die bewaffneten Drohnen funktionieren nicht richtig. Sie sind gefährlich. Und das Selbstzerstörungssignal funktioniert nicht von hier. Mhm. Aber getarnt komme ich nah genug ran, um den Zerstörungsmechanismus auszulösen. Die Drohne ist nicht weit gekommen. Ich lade die Daten vor der Zerstörung runter, so können sie das Problem identifizieren. Okay, ich muss auf 10 Meter an die Drohne ran, um sie zu stoppen. Klar. Und ich muss mich tarnen. Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Aha. Okay. Oh Gott, das ist ein bisschen bekloppt gerade, finde ich. Das ist ein bisschen gerade bekloppt, weil du mit den Dingen schwingen kannst und. Hab ich. Yes. Na, also die haben wir schon mal. Und dann einmal nach oben wieder.
Oh, das klappt ja. So. Sorry, Drohne, aber deine Daten leben weiter. Genau. Da hat er recht, das war die. So. Oh, come on. Das ist halt blöd, und wenn ich dann halt irgendwie vorbei dran vorbeischwingst, das ist ja gerade der größte Dreck hier. Oh, komm hoch, Spidey. Besser du als ich. Genau. Oho, wie viele gibt es denn von denen noch? Warum mache ich so einen Blödsinn gerade? Das ist einfach nur, ich hätte mich kurz mal hochschwingen sollen bei dem Scheiß. Ja, das ist auch, also das finde ich ein bisschen scheiße gemacht, dass du mit dem Teil nicht schwingen kannst, wenn du unsichtbar bist. Das ist ja scheiße, sowas gerade. Ja, und dann geht er noch ab. Das ist scheiße. Alter, da riecht das Dings dafür zu kriegen, das Tempo dafür zu finden, das ist scheiße. Das ist scheiße, finde ich. Das ist einfach eine Drecksaufgabe. Ohne Witz, das ist einfach eine Scheißaufgabe. Perfekt. Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Genau. Das. Aha! Das funktioniert aber auch noch, oder? Wenn ich hier vorbeikomme, dann kriege ich sie wahrscheinlich. Und? Hab dich! So. Ja, die sind jetzt noch einfach zu bekommen, die wohnen noch so am Boden, wo so nah dran sind, die so direkt nah am Boden. Die sind jetzt noch einfach zu erwischen, aber. Oh ja, wenn sie hierher kommen, perfekt. So. Komm ruhig her. Kaboom! Bams. So. Drohne, aber deine Daten leben weiter. Genau. So. Besser du als ich. Genau, das hat wenigstens hingehauen gerade. Oh. Okay, jetzt warte. Den da oben, den kriege ich auch noch. Den auf dem Schornstein da oben. Wo ist der blöde Schornstein? Da oben. So. Komm ruhig mal in den Betriebsradius rein. Damit hast du nicht gerechnet. Mhm. So.
Mhm. Ich mach ständig was kaputt. Yeah. Na also. Da musste eine dran glauben. Super. Okay, komm hoch. Eine Drohne weniger. So. Ernsthaft, Alter, das ist doch gerade. Leute, das ist doch bescheuert, wenn er gleich dann wieder so runtergeht, Alter. Was soll der Fuck, Alter? Wo ist die Drohne hier oben? Ja, jetzt auf einmal zeigst du es an, du Huhn. Junge, willst du mich echt? Sind bewaffnete Drohnen überhaupt legal? Zwei sind es noch, dann haben wir es. Es sind nur noch zwei Drohnen, dann haben wir es nämlich. Oh, komm. Weil die schlägt wieder zu. So. Boah, das war jetzt gerade eine schnelle Reaktion gerade eben. Hoho. Schon, dass ich gerade hier gerade mich hier nicht. Oh. Wo ist die jetzt so scheiß Drohne? Wo ist die scheiß Drohne, die letzte? Ah, hier. Der Tarnmodus war lustig. Aber jetzt brauche ich meine Netze. Hoffentlich kapiert Oscorp, dass bewaffnete Drohnen in Manhattan keine gute Idee sind. Wofür ich nicht die Hand ins Feuer lege. Mhm. Jetzt haben sie die benötigten Daten. Die Tarntechnik ist vielversprechend, aber noch lange nicht perfekt. Ich denke, Harrys Station ist sicher. Jo. Wenn sie hier die Fehler beheben, mache ich mir vielleicht einen Tarnanzug. Na, also wir haben... So. Nee, war doch gar nicht so schlecht. Ich hab mich getäuscht. Es war doch nicht so schlecht. Ich hab gedacht, das ist Ding, aber nee. Doch nicht. Okay. Okay. Die Stadt braucht definitiv nicht noch mehr entflohene Kriminelle. Keine Sorge, ich garantiere allen eine Rückfahrt nach genau. Freikas. Wir gehen nicht zurück, Spider-Man. Hör auf oder... Ich schieße in alle in Alarmbereitschaft. Spider-Man ist hier. So. Was soll ich fressen? Raus aus der Explosionszone!
Strengt euch an! Er gewinnt! So. Okay. Und jetzt weg mit euch. Auf mich zu machen, okay? Oh. Gibt's jetzt Ruhe hier, Mann. Was heißt denn schon Knast? Es ist doch eher euer zweites Zuhause. Genau. Ihr gebt mal ein bisschen. Ihr gebt mal Ruhe jetzt hier. So, dann bin ich jetzt wieder in den Part.